Moin zu einer neuen Runde State of Survival PTR Update. Wie immer, alles was ich euch zeige, kann auf die Live-Server kommen, muss aber nicht oder es kommt nur in manche Teststaaten. Daher starten wir jetzt direkt mit einer Neuerung bei Rezzera Raid, denn es wird Rezzera Raid Legions geben. Legions, leider Gottes wie immer, auf Englisch, weil PTR Übersetzungsthema totale Katastrophe ist. Legion meint, ihr habt zwei Gruppen von Teams. Ihr müsst aber, leider Gottes ist die Anforderung, dass ihr das Legion One voll haben müsst. Also ihr müsst mindestens 30 Spieler dort registriert haben. Das ist Stand jetzt auf dem PTR die Anforderung. Ich hoffe, sie ändern das nochmal. Weil im Endeffekt, was das Ganze bedeutet, ist, ihr könntet mit bis zu 60 Leuten Rezzera Raid spielen. Einmal mit Legion One und Legion Two. Die Legion One definiert im Endeffekt, in welcher Ebene, in welchem Level die beiden Legionen spielen. Und was dazu kommt, ist auch noch, dass natürlich dadurch 60 Leute spielen können und ihr könnt eure Teams aufteilen nach Uhrzeiten. Das heißt, wenn ihr einen Teil des Teams habt, das eher amerikanisch-europäisch ist, dann macht vielleicht eher der späte Nachmittag Sinn. Wenn ihr ein europäisches, asiatisches Team habt, dann macht vielleicht eher der Vormittag Sinn oder der Mittag. Und so hättet ihr ganz tolle Möglichkeiten, eben abhängig davon, wann ihr eigentlich könnt, gemeinsam zu spielen. Das als ersten Teil. Das ist für mich mega cool. Nur der Punkt ist, die Anforderung, dass das erste Team komplett voll sein muss, damit das zweite Team überhaupt gestartet werden kann, finde ich super ungünstig. Es sollte niedriger sein. Es sollten vielleicht mindestens 15 Leute in Legion 1 mitspielen, damit Legion 2 aktiviert werden kann. Weil so kann man eben sein Team viel besser aufteilen, weil die wenigsten Allianzen schaffen es wirklich, 60 Leute aktiv zu haben. Das sind ein paar Top-Player-Allianzen, aber im Großen und Ganzen werden die meisten eher das Problem haben, dass ein Teil gerne am frühen Abend, am Nachmittag spielen würde und der andere Teil lieber am Vormittag, Mittag, weil sie das eher managen können. Wie gesagt, ihr müsst mindestens aktuell 30 registrieren, ob das so bleibt. Ich hoffe es nicht. Ich habe meine Meinung dazu kundgetan. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Wir gehen jetzt noch auf ein paar weitere Sachen ein, nämlich, dass die Zeitenauswahl sich geändert hat, als auch, dass es ein neues Gebäude gibt, das ich euch auch in diesem Update direkt mit vorstelle. Die Zeiten haben sich insofern zumindest auf dem PTR wieder geändert, dass ihr samstags oder sonntags spielen könnt und zu verschiedenen Zeiten. Die blende ich euch hier auch gerade ein. Das finde ich schon mal wieder ganz gut, denn viele haben das Problem mit Sonntag, besonders wenn sie irgendwelche australischen Spieler haben, ist das für sie nicht machbar. Wie ihr seht, wir haben hier zum Beispiel samstags 4, 11, 16 und 21 Uhr und dann Sonntag wieder 3, 12, 14 und so weiter und so fort als Auswahl. Dann gibt es jetzt noch das neue Gebäude, das nennt sich Halluzinogene Festung. Die Halluzinogene Festung bedeutet im Endeffekt, ihr bekommt dafür natürlich auch wieder Punkte fürs Rezzera Raid selbst, aber wenn eure Leute da drin sind. Je mehr Leute da drin sind, desto mehr halluzinogene Bomben habt ihr zur Verfügung. Die halluzinogenen Bomben haben den Effekt, die bekommt ihr alle 3 Minuten für alle Mitglieder, die eben in dem Gebäude sitzen, maximal 20, dass ihr alle 3 Minuten diese Bombe auf einen Gegner schmeißen könnt. Einziger Haken an der Sache ist, der Effekt sorgt dafür, dass der Gegner 15 Sekunden lang nicht angreifen, nicht verteidigen und auch nicht verstärken kann. Aber müsst ihr sehr smart einsetzen, denn maximal 3 Bomben pro Kampf auf einen und denselben Gegner möglich. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet bezüglich Legionen und dem neuen Gebäude.